Ja, wir spielen heute, ich hab richtig Bock drauf, deswegen gibt's halt auch nicht viel Just Chatting vorher. Wir spielen heute Need for Speed Underground 2, weil ich richtig Bock drauf habe auf Bayou. Ich war erst im Überlegen, spiele ich's Vanilla oder spiele ich's leicht gemoddet? Und wir spielen's Vanilla mit einem einzigen Mod. Ich werde ab einem Mod aktiviert, der, ich glaube, einfach die Spielerfahrung mich ein bisschen mehr satisfying bringen wird, vor allem im Endgame. Und somit haben wir einen Schnellreisemod drin. Werde ich euch gleich im Laufe des Spiels zeigen. Wir können schnell reisen bei dem Spiel, weil, und ich glaube, wer Underground 2 jedes Mal schon mal gespielt hat, weiß, erst recht im letzten Abschnitt des Spiels ist man so viel am Freeroam rumfahren von Rennen A nach Rennen B, wo du, ich glaube, also du könntest locker im letzten Drittel 5 Stunden sparen, wenn das Spiel nicht immer von den Hills zum Industriegebiet wieder nach oben schicken würde. Und das geht halt irgendwann böse auf den Sack. Ist auch immer noch einer der Gründe, warum Leute, wenn Leute mich fragen, ey, findest du Underground 1 oder 2 besser? Dass ich darum Underground 1 besser finde, weil ich Underground 1 einen schöneren Flow empfinde. Underground 2 macht sich selber teilweise unnötig langsam und ist sehr zeitstreckend, muss ich sagen. Es fühlt sich sehr streckend am Ende an und deswegen haben wir diesen wunderbaren Mod drin. Das Gute ist, ihr müsst euch trotzdem keine Sorgen machen, Freerun müssen wir trotzdem gewissermaßen noch machen, weil über diese Freerun-Rennen, wo wir ja einfach Leute herausfordern können, darüber kriegen wir ja noch Special Parts. Die muss ich auch weiterhin fahren, weil die kriege ich weiterhin nicht geschenkt, aber alles andere kann ich über Schnellreise machen. Natürlich, wenn wir Zeit-Challenge haben, müssen wir auch Freerun rumfahren und so. Also wir haben noch genug Zeit im Bayview, die wir haben, aber können das Ganze ein bisschen effektiver, ein bisschen Zeit schon da investieren. Und ja, dementsprechend finde ich das ein sehr, sehr guten Mod. Ich weiß, die Grundspielerfahrung ändert das komplett, bin ich vollkommen ehrlich. Also wer die Underground-2-Spielerfahrung haben will, der wird natürlich dann diesen Mod nicht nehmen. Aber wie gesagt, ich will mal gucken, wie der Flow so von dem Spiel ist. Weil, wie gesagt, ich es immer noch im Kopf habe, dass Underground 2, wie gesagt, vor allem zum Ende hin super langatmig und langsam wird. Das Spiel nimmt sich selber viel zu viel Tempo raus und zieht, also man merkt, dass sie im letzten Teil des Spiels sehr, sehr stark ja, damit die Zeit schon die Spielzeit strecken wollten. Und ich finde es ganz schön, ich mag Baby, ich fahre da gerne rum. Wie gesagt, da fahren wir auch genug rum. Einerseits mit Rennen, andererseits, wenn wir die Zeit-Events haben und andererseits, wenn wir eben die Gegner herausfordern. Wir haben also trotzdem genug zu tun. Ist nicht so, dass wir gar nichts machen. Aber wir können deutlich effizienter durchs Spiel durch. Und ich glaube, das ist ganz cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Sneedlewoods, schöner Name nebenbei. Willkommen bei Noobs. Danke für dein wunderbares Sub. Wir müssen das Spiel jetzt mal starten, erstmal, weil ich habe es nur installiert. Und ich habe noch, Taschiwag, danke für 507 Bits, dankeschön. Ich habe noch keine Soundeinstellung vorgenommen und ich muss meinen Controller noch einstellen. Ich bin unvorbereitet, as fuck. Aber ihr hört schon, Challenge is everything. Es ist wirklich everything, Leute. Challenge is everything. Ne, Challenge everything, ich weiß nicht, was sie da sagt, aber die sagt da irgendwas Wichtiges. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie laut das Spiel ist. Ich habe keine Ahnung, ob sie zu laut ist. Wir werden es jetzt gleich mal gemeinsam herausfinden. So, das geht sogar gerade von der Lautstärke, erstaunlicherweise. Krass, wenn das die Lautstärke ist, können wir das ja auf jeden Fall so lassen. Audio-Mode, Stereo, Speech-Volume ist schon volle Pulle wieder, sehr gut. So, ich stelle mal ganz kurz meinen Controller noch ein. Case Berlin, danke für den Raid, grüßt euch, Hallöchen, 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 Dankeschön, Dankeschön. So, ich muss mal gerade ganz kurz hier alles einstellen, dass wir hier auch alles haben, wo ich es haben will. Kamera haben wir hier, Lookback machen wir da, das da, das da, ne da, ne da, ja ist ja gut, so da, da, Reset machen wir da, Hydraulik ist mir erstmal scheißegal und das machen wir hier. Wunderschön, so, das ist alles hier gespeichert. Ich würde die Soundeinstellung erstmal so lassen und wir gehen einfach drauf ein und hoffen, dass es direkt funktioniert und wuppt, ne, weißt du, ich meine, also dass es einfach direkt euch nicht die Ohren wegballert und mir vor allem auch nicht. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich vermute sogar, dass das Spiel wieder zu leise ist, wie irgendwie alle Spiele. Aber ja, ich hab sehr Bock drauf. Wir gehen mal da rein in neue Karriere. Here we go. Komm. Dann gucken wir mal, ob das Schnellreisen funktioniert. Ich bin gespannt. Und natürlich die Wildscreen-Fix haben wir natürlich auch wieder drin. Ne? Bei Wildscreen-Fix ist ja klar, 16:0 hätten wir sonst nicht. Hey, Hotshot, you're cleaning up out there. Scored the babe. Have you thought about what's next? I don't think there's anyone out there that can beat you.
my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? Das nebenbei ein 350Z in den Raum. Ich möchte da nur kurz reingrätschen. Auf Banagon 2 hatte man schon ein Problem, Sachen akkurat darzustellen. Und dabei war es gezeichnet, Mann. Das hättest du locker ändern können. Wir haben komplett 350Z in den Raum und unseren Skyline gepackt. Wäre auch ein wilder Move gewesen. Bin ich fairerweise ehrlich. Wäre auf jeden Fall was anderes. I just had to take care of a little problem. Das Lustige ist, wir reichen ja hier nach Bellevue an, weil da, wo wir vorher waren, haben wir auch Fresse gekriegt. Die Sache ist ja, dass wir aber ja jetzt hier nach Bellevue fliegen. Und der die Cutscene war aber in Bellevue. Also der Skyline wurde in Bellevue zerstört, aber wir fliegen. Ach, ist egal, lassen wir das jetzt. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bellevue, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride. It's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Oder doch. Also wir sind ja jetzt nach Bellevue, weil da, wo wir herkommen, scheiße war, oder? Also, wir waren vorher schon in Bellevue, sind dann... Also, die Cutscene vorher war ja in Bellevue. Also, ich bin jetzt gerade verwirrt, ihr wisst, wie ich meine. Dr. Draxler, willkommen bei Noobs. Und Manu, willkommen bei Neuen Moor. Danke fürs Resub. Hallöchen. Es ist so ein geiles Auto. Dann hätte ich die Kohle. Ich würde das Ding instant nachbauen, ey. Gibt ja irgendwo ein... Ich weiß gar nicht mehr, in Japan oder Amerika, der eine Replika davon fährt. Das sieht so insane geil aus, das Ding. Oh, so schön. Aber ja, Logo Unique for Speed ist immer so eine problematische Angelegenheit, drücke ich mir so rum aus. Hey, how's it going? I'm Rachel, Samantha's friend. I heard your plane finally got in. Well, welcome to Bellevue. Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system, otherwise known as SMS. Short message system. I set it up for first time use. Read the instructions to find out how it works. Now check out the mini map. It's simple to use, but make sure you get familiar with it. This is the big city, you know. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the mini map. Warum ist der manuell eingestellt? How the fuck? Warte mal. Manuell brauche ich hier nicht. Curry difficult, ja. Hä? Wo ist denn? Da, Hesse, wann ist sie denn standmäßig auf manuell? Ja, ist egal. Jetzt ist es nicht mehr an. Jetzt geht's. Okay, wunderbar. Gut. So, Quick Reise nehmen wir noch nicht, weil hier ploppen jetzt gleich noch Rennen auf. Die nämlich. Heads up with some runs for you. Bunch of losers gathering for some racing. Now it's a chance to add some easy coin to your account. Ups. Ich höre ihn mal gerade zu Ende. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. So, wir gehen nämlich jetzt hier auf die Activate GPS und jetzt kann ich hier draufklicken und wenn ich jetzt No drücke, also wenn ich Yes drücke, geht normales GPS. Ich kann Escape drücken, dann geht das einfach weg oder das müsste jetzt funktionieren. Wir gucken, ob der Mod funktioniert. Wenn ich jetzt auf No drücke, sind wir direkt da. Es ist wirklich krass, dass es als Mod funktioniert, aber das ist schon sehr satisfying, bin ich ehrlich. Das ist als Mod schon sehr satisfying, das spart uns schon viel Zeit, Alter. So, gucken wir mal. Erste Rennen. Ich hab wirklich Bock drauf. Ne? Ich sage euch, wie es ist. Anagon 2 ist halt wirklich, ich liebe alles daran. Ist wirklich Kinder, Alter. Es ist so, so gut. Junior Warlord, willkommen. Everyone, dankeschön für den Resub. Vielen Dank. Anagon 2 ist mir das erste Mal fortschrittlicher als Niveau 15. Da wird nämlich nur telefoniert. Es ist ein fairer Punkt. Das Problem ist halt auch, Need for Speed 15, wäre ich da Street Race in der Stadt, ich würde einfach nirgendwo teilnehmen. Also nicht, weil ich keinen Bock hätte, sondern weil ich bin Fraktion, ich gehe nicht ans Telefon. Ich gehe halt nicht an mein Telefon. Das wäre mein Tod. Ich würde einfach nichts mitbekommen. Ich würde einfach den ganzen Abend da hinsetzen und denken, warum geht denn nichts? Leute rufen mich nonstop an, aber ich gehe halt nicht dran. Weil wer mich anruft, also die Leute können aus Erfahrung reden. Wenn man mich anruft, ich gehe nicht dran.
Also, ja, also mittlerweile ist es besser geworden, aber ich hasse telefonieren. Ich denke mir immer so, man, es kann nicht so umfangreich sein. Schreib mir einfach. Schreib mir eine WhatsApp, dann bin ich da. Komme ich besser klar. Andi, wir kommen 59 Uhr, danke. Dankeschön. Und es ist grundsätzlich ein Problem, grundsätzlich zu telefonieren, ist nicht mein Ding. Und mit Fremden telefonieren geht gar nicht. Also, ich glaube mir, meine Freundin hat da, also, mein Verlobter hat damit, also, er könnte mich manchmal lynchen dafür, weil wir irgendein Telefonat machen müssen und ich auf sie einrede, dass sie das doch vielleicht machen könnte, weil ich Schiss habe, es ist wirklich mit fremden Leuten telefonieren, ist für mich nervlich, kompletter Selbstmord. Ich kann euch das sagen, nervig gehe ich in dem Moment komplett in die Brüche. Ich bin zu nichts mehr zu brauchen in dem Moment. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Der Callcenter überhaupt nichts für mich, nee. Ja, Freunde hat man irgendwie so im Real Life kennengelernt, also so per Zufall. Und von mir aus über Discord, Teamspeak damals vor allem noch, also Kram. Okay, ja. Aber muss auch sagen, Discord und Teamspeak und so was anderes als telefonieren. Also meiner Meinung nach ist da ein Unterschied. Die Sache ist, wenn man dann einmal telefoniert, merkt man, dass es meist nicht so schlimm ist. Die meisten Leute eigentlich nett am Telefon sind, aber wie gesagt, der Gedanke vorher macht mich vorher komplett kirre. Wir spielen NFS Underground 2 mit zwei Mods. Einerseits den Widescreen-Fix, seht ihr ja, 6:9. Das sieht dadurch ein bisschen schicker aus. Und dem Schnellreise-Mod. Es gibt einen Mod, um Schnellreise zu aktivieren, dass man halt von Event zu Event springen kann und so Kram. Was uns einfach das Spiel ein bisschen mehr streamlined, weil wie gesagt, das ist einer der größeren Mankopunkte an dem Spiel. Für mich zumindest, dass es sehr langatmig werden kann. Und ich wollte das jetzt mal mit diesem Schnellreise-Mod mal ein bisschen ausprobieren, wie das so vom Vibe ist, ob das da trotzdem Spaß macht oder ob das schon zu viel von Underground 2 wegnimmt. Ich glaube aber, es dürfte trotzdem ganz gut taugen, weil wir haben immer noch die, wie gesagt, zeitgetimten Events für die Sponsoren und wir haben immer noch die Streetwear, die wir raushauen müssen für Special-Teile. Dementsprechend, denke ich mal, sind wir immer noch genug im Bayview unterwegs. Ich drück's mal so rum aus. Aber wir haben deutlich mehr Progression in weniger Zeit. So, ein bisschen extra Kohle, das schadet nicht. Und Rachel wird sicher erfreut darüber sein, weil wir extra Geld reingebracht haben. Das finde ich auch super, glaube ich. Hey, Dude, what's the holdup? You lost or something? The car lot is on the minimap. Hurry up and get over here. I don't have all night. Ja. Ich habe all night. Ups. Ich will. Kann ich denn jetzt da hinfahren? So. No. Ah, es ist so sexy, ne? Ich liebe es. Es ist wirklich geil. Ich finde es immer noch mit so einem geilen Vibe, dass jemand nachgedacht hat, so, ey, der ruft dich an. Der fährt aber währenddessen in seinem Auto, höchstwahrscheinlich auch Freisprecheinrichtung. Und du hörst im Hintergrund halt wunderbar den Motorklang. Richtig geil, das fühle ich richtig. Das fühle ich sehr, sehr gut. Hey, what are you doing in Rachel's ride? Oh, you're that dude I heard about. Well, let's welcome you the right way. The map is gonna show you the course. All out sprint. See you at the end. Also weil es auch eine Mod gibt, die UL-Oasis verbessert und zum Beispiel das Sternesystem entfällt. Ja, mit den UL-Oasis weiß ich, die Mod war erst auch geplant, also ich habe die nicht wirklich mehr auf dem Schirm. Die würde ich auf Dauer auch mal installieren, also jetzt nicht mehr in Demo an hier, aber irgendwann auf Dauer mal. Und das mit dem Sternesystem entfernen will ich gar nicht, weil das ist für mich halt auch eine der Kern-Gameplay-Features des Spiels, muss man ganz klar sagen. Wie lief der Zero-5-Drop? Zero-5-Drop lief sehr gut, muss man sagen. Wir sind immer noch dran und momentan immer noch der Support von euch ist wirklich insane, da muss man sich auch nochmal herzlichst für verdanken. Und freu dich auf 9.9. Das wird cool. Wie gesagt, wir sind schon an der nächsten Drop dran. So April-Richtung. Und zwischendrin gibt's aber, wird jetzt bald mal, weil viele Leute gefragt haben, Sticker und so, kommen jetzt bald. Ich drück's mal so rum aus. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Aber ja, muss ich nochmal sehr großen Dankeschön an euch richten. Wir hatten damit nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Also sowohl ich als auch mein Bruder waren sehr, sehr überfordert mit der Gesamtsituation. Ich drück's mal so rum aus. Aber ich nur zurückgucken gehen. Auf X habe ich gesoffen oder was? Na ja, gut. Der Mann ist ein fucking Geisterfer. Ja. Ich auch, aber darum geht es jetzt hier nicht, okay? Man muss ja nicht direkt kommen, so. Ja, du aber auch. Hier ist ein Minivan. Schnauze jetzt. So. Das finde ich nicht okay. Mann.
Das war jetzt unnötig hier, weiß ich mein, präsentieren, was ich falsch mache. Das muss man nicht machen. Stimmt, was das Sternensystem angeht, haben wir es ja sowieso wieder, dass wir ein Auto als, ich sag mal, Sternenfahrzeug missbrauchen. Ihr wisst es ja. Und ich spiele, glaube ich, die US-Version. Also abandonwaregames.com, .net, ich kann es nicht, .org, was auch immer, sehr empfehlen. Ich glaube, wir müssen die US-Version haben. Heißt, wir haben, glaube ich, den Peugeot nicht. Und ja, wie gesagt, dürften wir den Honda Civic haben, was ziemlich geil ist. Das, den wäre aber dann nicht. Also den Civic würde ich sehr gerne als Weißerbude nutzen. Ich habe das T-Shirt zweimal bestellt, einmal war zu groß. Ja, die Sache ist, da muss ich mal ganz kurz reingehen für die Zero5-Bestellung. Ich habe damit kein Problem, wenn Sachen zurückgesendet werden. Also es gehört ganz normal zum Kleidungsbusiness dazu, alles cool. Wir hatten jetzt auch 4-5 Rücksendungen, hatten wir jetzt schon. Ey! So. Wir hatten so 4-5 Rücksendungen hatten wir schon. Da muss man halt nur bedenken, dass wir die halt wieder zurücknehmen müssen. Das ist also erstmal von den Einnahmen wieder weg. Und weil wir das extern wieder probieren, oder extern, nicht extern, lösen aktuell mit Kleidung und so, dass das Stuff dann erstmal bei mir liegt und wir können ihn dann am Ende wieder verkaufen, wenn ihr das jetzt nicht komplett in den Dreck geworfen habt, vor allem dann können wir eh kein Geld zurückgeben, aber deswegen wird es auf Dauer dann Restocks geben. Natürlich, umso mehr wir zurücknehmen müssen und pipapo ist natürlich für ein kleines Unternehmen wie uns jetzt natürlich kacke, ich drück so rum aus, aber wie gesagt, wenn es euch nicht passt, so Rückversand ist nie ein Thema, das, wie gesagt, müssen wir anbieten, das ist ein Rechtssystem in Deutschland, aber natürlich umso weniger, umso besser ist es natürlich für uns, brauchen wir natürlich nicht drüber, ich kann euch das mit der Wirtschaftlichkeit natürlich gerne mal an einem wunderbaren Flipchart erzählen, ne, da kann Peter Zwickert mal dazukommen, der kann mir das, kann euch das gerne erklären, wie kacke das ist, wenn Sachen zurückkommen. Aber ja, deswegen, wie gesagt, wenn ihr darauf verzichten könntet, zu viel zu bestellen und dann die Hälfte zurückzuschicken, wäre das cool. Ich kann euch nicht davon abhalten, aber wie gesagt, das ist natürlich dann netterweise wäre das ganz, ganz cool für uns, wenn wir halt nicht 50 Sachen hier wieder rumliegen haben, die wir dann ja im Restock natürlich am Ende wieder günstiger ranbringen müssen. Aber ich muss aber sagen, ich behalte das Größere, kommt dann an die Wand. Okay, Chrissy, vielen Dank. Das ist nett. Dankeschön. Dankeschön. Wie gesagt, ich hätte es jetzt noch nie übergenommen, hätte es zurückgeschickt, weil, wie gesagt, das ist vollkommen legitim. Aber es ja, ist genau, selbst Business Bro, das ist richtig, stimmt schon. Sind alle Oversize, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, bei den nächsten Sachen werden wir noch ein bisschen mehr gucken, dass wir euch ein bisschen mehr Input über die Kleidungsgröße uns ergeben können, dass ihr ein bisschen mehr schauen könnt. Wir werden, denke ich mal, bei der nächsten Kollektion auch ein bisschen Größen messen und so, dass ihr ein bisschen so ein Factsheet nehmen mehr habt, um besser abschätzen zu können, welche Größe für euch am Ende gut ist. Weil es war uns jetzt auch aufgefallen, dass es ein bisschen schwierig für euch einfach einzuschätzen, was jetzt passend ist. Und das werden wir das nächste Mal auf jeden Fall überarbeiten. Das ist schon fest geplant auf jeden Fall. Macht keine Sorge. Das haben wir schon als Feedback daraus mitgenommen. Die ist auf jeden Fall richtig happy, glaube ich, ne? Hey man, I want my car back. You better haul over here ASAP or I'm putting the word out on you. And that means no more racing till I say so. Get over here, now. Ja, kommt Money eigentlich mal wieder. Ich muss mal gucken, wann ich dafür Zeit, wann Money wiederkommt. Ich kann es euch noch nicht sagen. Leider noch nicht. Stimmt, die legen das Handy auf, ne? Als würden sie das Handy irgendwo gegenschmeißen, damit es klingt, als hätte er. Jetzt ist ein RX-8 Terror nebenbei, falls sich jemand interessiert, welcher Motor das jetzt ist. Wir wechseln gerade die Autos ein bisschen wild durcheinander. Finally, where have you been with my ride, huh? Oder das war der RX-8-Tacho, oder? Glaube ich. Sam claims you can drive. Maybe so, but you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. I'll call you later. Oh, das habe ich richtig gesehen, ne? Also wir hatten den Skyline mit 350Z-Tacho und dann haben wir jetzt einen 350Z, obwohl man den Tacho hat, boy, what the fuck, und haben dann erst gesagt Tacho drin. Bro! So, überlegen so. Ey, wir haben den 350Z in den Raum gemacht. Wir haben 350Z. Nee, da machen wir einen Matze in den Raum. Warum? Freut euch drauf. Im nächsten Spiel machen wir einfach einen Mazda RX-8 in den Raum in den M3 GTR. Bitte, was machen wir? Freut euch drauf. Ein Jahr noch. Dann drehen wir komplett am Rad, was Innenräume angeht. Wir haben gar keine Kontrolle mehr bei uns selber. So, wir haben die Ami-Version. Ah, geil, dann holen wir den Civic. Ich will den Civic haben. Nee, ist mir wir brauchen eine Weißerbude. Der Civic wird unsere Weißerbude. Freut euch drauf. Das Ding wird unsere komplette verweiste Bude, die wir hier auseinandernehmen. Ich freue mich drauf. Ups, falsch. Don't bother looking for races, because there's nothing going on. Don't keep me waiting again. See you there.
Stimmt, die hatten ja erst. Stimmt, der. Stimmt, Rachels Auto war ja erst in der RX-8, oder? Stimmt, Rachels Auto war ja als erstes der RX-8 angedacht. Dann macht die Cutscene Sinn. Okay, stimmt, dann macht die Cutscene Sinn, dann ist sie sogar legit. Aber okay, naja, das wird dann halt irgendwann. Ganz vergessen, die haben das ja irgendwann mal abgeändert. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Stimmt ja. Aber du hast recht, stimmt, der war, ich glaube, Rachel war erst in der RX-8 eingeplant. Da macht die Cutscene Sinn wieder. Was willst du nehmen? 315 oder RX-8 Relive? 315 auf jeden Fall. RX-8 ist zwar cool, aber 315 ist viel cooler. Da muss ich leider sagen, da kann der RX-8 nicht viel gegenhalten. Meiner Meinung nach. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation-only series called the Underground Racing League for the elite driver, where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard. Ja, der Mann hat Geschmack. Ein schöner Scooby. Guter Mann. Set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Ja, Mann, also, dass er einen Subaru schweißen müsste, ist natürlich Quatsch. Subarus rosten nicht, ne? Sind wir einfach mal ehrlich, das Ding sind super versiegelte Fahrzeuge, da passiert gar nichts dran. Okay? Psst. Nie. Kein Subaru rostet. So, wir gehen mal raus. Und werden jetzt erstmal kurz Shops aufsuchen, weil die muss ich immer noch manuell suchen. Die kann ich nicht per Zufall. Oder? Nee. Oder warte mal, kann ich mich auch an Locations porten, die nicht aktiv auf der Map sind? Warte, das sollen wir jetzt mal ausprobieren. Ne, kann ich nicht, ne? Ne, kann ich nicht. Okay, ich muss schon in der Nähe. Also ich muss. Okay, ja gut, okay. Okay. Genau, ist mit dem Teleport-Mod. Ich muss aber, wie du siehst, halt noch die Tuning-Locations muss ich immer noch per Hand suchen. Die werden natürlich nicht direkt aufgedeckt. Also die suchen wir jetzt gerade mal noch schnell, weil die will ich jetzt gerade mal schnell gerne aufdecken, bevor wir irgendwie mit Racing loslegen, dass ich die schon mal alle auf dem Schirm habe. So. Den haben wir. If you haven't already heard, I'm in the know when it comes to all the tuners that are coming and going in Bayview. If a shop's got something prime and worth looking at, I'll hit you on your SMS and let you in on it. The stuff usually goes fast, so pay attention to your message alert. Don't thank me just yet. I haven't figured out what you owe me in return. Call you later. Gut, wir haben den Shop hier. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Dann haben wir unten den Performance-Shop, ne, in die Richtung. Wir fahren jetzt erstmal die Shops ab. Wir gehen jetzt erstmal kurz, bevor wir in Rennen reingehen, baller ich die Shops alle ab, weil dann habe ich die alle aktiviert. Weil dann können wir uns zu denen nämlich auch porten. Und dann porten wir uns von Rennen zu Rennen. Dann machen wir das jetzt gerade mal kurz. Wir können natürlich auch schon mal die Outruns machen. Steht, kann man doch hier, Total Spend on Car, Races 1, Rewards. Parts unlocked. Gab's auf Stage 1 schon, dass man die Street Racer rausformen muss? Ich überlege gerade, war das auf Stage 1 schon? Weil man kriegt ja Special Parts, wenn man die Racer besiegt. War das bei Stage 1 auch schon so? Oder müssen wir erst zu Stage 2, damit das offen ist? Ich überlege jetzt gerade. Ja, gab's schon, okay. Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Game Completion. Gibt's das hier nicht einen Punkt dafür? Reputation, FOH Reputation, Parts Unlocked. Ah, die werden nur nicht angezeigt. Ah, okay, ja gut, okay. Legit. Das macht Sinn. Das wurde nie angezeigt. Ich dachte, es wurde angezeigt. Ich hab's jetzt irgendwie, da hab ich schon gehört, wir verwechseln gerade wieder Spiele. So, ein Performance Shop hier. Wie gesagt, wir grasen mal ganz kurz die Shops ab, das wir schon haben. Gut. So, den haben wir. Wir können mal kurz gucken, wir haben noch einen zweiten Performance-Shop haben wir ja schon. Dann haben wir den grünen Shop dabei hier in der Mitte. Und der rote müsste auch hier sein, ne? Dann haben wir hier unten schon alle, ne? Dann porte ich mich mal gerade ganz kurz hier hin. Oh Gott, das Spiel war damit gerade ganz böse überfordert. Das fand ich gerade gar nicht geil. Und da haben wir mal den kurzen grünen Shop rein. Und dann suchen wir den roten noch. Dann haben wir, glaube ich, alle.
Hier ist noch Cash Grab, dankeschön, nice. So, weil das will ich jetzt mal ganz kurz vorher schon abgegrast haben, dann haben wir die als, ich sag mal, Schnellreisepunkte schon mal zur Verfügung. Was schon mal gut ist. Besser haben als brauchen, wie ich mir so schön immer sage. Outruns erst auf Stufe 2. Nee, genau, ich meine, dass man bei den Outruns Special Parts bekommt. Ich war gerade falsch rum, dafür schiebe ich den MX-5 einfach mal rum. Findest du eigentlich einen All-One-Tuning-Shop, wie muss man oder wie einzelne Shops besser? Ich muss sagen, ich mag die Einbindung hier, weil man halt dadurch ein bisschen dazu gebracht wird, auch die Open World abzufahren. Habe ja bei Mosvana Let's Play gesehen, ich bin eigentlich nur über den Menüs am Agieren, ich bin gefühlt gar nicht mehr am Rumfahren. Das fand ich, war hier deutlich schöner gelöst. Also hier wurde die Spielwelt viel mehr genutzt. Ich meine, wir haben jetzt einen Schnellreisemod drin, wir nutzen das wieder nicht mehr, aber rein technisch. Kann zwar auch Autos machen, bringen aber dann nur Kohle. Okay, dann lohnt sich das mir noch nicht. Gut. Dann machen wir noch nichts. Gut, dann, wo fangen wir denn mal mit an? Fangen wir mal mit einem. Komm, mit dem Street Cross Event an. Komm, gehen wir da mal rein. Ja, okay, die Erklärung brauche ich jetzt nicht. So, rein da. Das ist ein ganz anderes Tempo, wenn man Underground 2 so spielt, ne? Das ist schon viel flotter. Ich liebe die Underground 2 KI. Die ist wirklich einfach. Peak-Entwicklungskunst. Ja, ich finde es gut, wie es mittlerweile viele moderne Spiele, was Porten angeht, machen, dass du bestimmte Aufgaben, Herausforderungen oder so erfüllen musst und dann als Belohnung Porten bekommst. Ich glaube, das finde ich sogar ganz geil, weil dadurch hast du halt, du erlebst die Open World, die Entwickler haben sich da Mühe gegeben und wird auch gewertschätzt. Und an einem bestimmten Punkt kriegst du einfach so als Achievement, okay, jetzt kannst du dich rumporten. Das finde ich eine ganz geile Möglichkeit. Oder das ist halt wie bei Forza, es Geld kostet, wenn du aber Sachen entdeckst in der Open World, dann kostet dich weniger und so Kram. Ich glaube, das finde ich schon so mit die beste Lösung. Das finde ich schon ganz geil gemacht so. Das können sie gerne so weiterziehen. Da bin ich schon sehr, sehr großer Fan von. Wie gesagt, ein Carbon oder Muswand war es halt obsolet, leider. Also nicht obsolet, die war natürlich bei Muswand war sie schon wichtig. Stimmt, hier hinten war noch ein Shop, ne? Oh, ein Gelber fehlt mir noch. Ne, der war der Gelbe hier hinten? Ich glaube, das war falsch. Hey, nice hinten race back there. But here's a little tip for you. I don't know how things worked in that cow town you came from, but just winning here ain't enough. You build your reputation by destroying your opponents. Margin of victory is as important as winning. So, jetzt haben wir alles. Gut. Dann gehen wir mal. Machen wir mal ein Drag-Rennen. Machen wir mal ein schönes kleines Drag-Rennen. Ich finde aber gut, wie oben den Loading-Balken sogar reinlegt, weil das Spiel erstmal so. Ah, wie mache ich das jetzt? Was passiert da gerade? Warum ist dieser Wagen jetzt gerade hier? Oh, ich liebe Underground 2 für sein Tuning. Meine Fresse, es ist wirklich echt. Also heutzutage ist das wirklich Krebs in den Augen. Das ist ganz schlimm, ey. Boah, schön, komplett verkackt. Das war schon besser. Ich würde auch gerne die ganze Nitro drücken, aber wir haben ja noch kein Nitro. Und ich muss sagen, ich finde Drag-Rennen in Underground 1 und 2 deutlich besser als in Most Wanted, muss ich ganz klar sagen. Ich fühle aber auch die Drag-Rennen in Underground 1 noch ein bisschen mehr als Underground 2, wegen Zügen. Ja, man sollte auch auf die Straße achten, wenn man Leuten was erklärt. Gut, lassen wir das. Auf jeden Fall, ich fühle es mehr, weil man in Züge reinfahren kann. Keine Sorge, hier schaffen es auch, wenn ein Auto von mir die Spur wechselt, bei 50 km/h reinzufahren. Das ist auch ein Talent. Manche können das nicht. Manche können dann ausweichen. Und dann gibt's mich. Die krachen halt bei 50 schon irgendwas rein. Stimmt, und muss man ist die Lenkung nicht geil. Ja, also hat man diese Lenkung aus Underground 1 und 2 genommen und dachte so, lass sie mal ein bisschen variabler machen, ein bisschen mehr Spiel haben, dass der Wagen ein bisschen mehr arbeiten kann. Ja, Nachteil ist davon, dadurch ist das Handling halt da so Trash leider, weil das Fahrzeug ja manchmal macht, was es will. Und hier hat man recht starre Spuren. Also die Fahrzeuge bleiben eigentlich relativ konstant in den Spuren, in denen sie fahren. Was halt viel mehr predictable macht, wie es am Ende ausgeht. So. Nice. Window Tint haben wir freigeschaltet. Das ist ja super sexy. Da freue ich mich ja gigantisch drüber.
Da freue ich mich ja gigantisch drüber. Wow! Ja, ich glaube, die Location ist schwierig, ne? Ja, jetzt sind wir da. Es ist ein Mod, es ist nicht Vanilla. Solange das Spiel nicht abstürzt, bin ich mit allem fein, was hier passiert. Ey, da bin ich wirklich fein, was hier passiert. Das ist doch okay gewesen. Ich glaube, wir werden einige lustige Port-Momente bekommen, wenn die Map, wenn das auf so ein bisschen auf schwierigen Stellen passiert. Guck, wie viele Leute hier am Start stehen. Es ist so geil. Okay, jetzt sind sie nicht mehr da, aber darum geht es jetzt nicht. Aber es ist so geil. Auch eine Sache, die ist halt einfach auch in modernen Need for Speed zu mir. Das heißt, da hatte jemand, der, stimmt, Black Panther Theo hat ein sehr gutes Video gemacht. Vergleich von Heat mit Unbound, was besser ist, bla bla bla. Und diese Startsequenz mit für Heat ist halt so geil immer noch. Mit den Kameraleuten, die da rumlaufen, mit dem Handy, Leute einfach alles abfeiern. Also grundsätzlich der ganze Vibe, der hier auch in Underground 1 so drin ist. Das fand ich, haben sie sehr gut damals eingefangen. Das war echt ganz gut. Bin auch mal sehr gespannt, wie es mit Need for Speed jetzt weitergeht. Also ob wir dieses Jahr noch weiter Unbound-Updates bekommen. Oh Gott, was mache ich denn heute, Alter? Ich bin halt komplett besoffen. Ich würde es sehr appreciaten, wenn sie weitermachen. Also ich würde es mir wünschen, weil wie gesagt, ich bin immer noch großer Fan von Unbound. Also ich finde es immer noch eine geile Basis und wir müssen ja nur weitermachen damit. Ich bin mal sehr gespannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ein neues Need for Speed schon entwickeln. Weil wir haben nur ein Core-Team und das kann eher Updates entwickeln als ein neues Spiel. Und wie ich ja gemeint habe, man soll sich lieber mit einem neuen Spiel meiner Meinung nach Zeit lassen und erstmal mit Unbound weitermachen. Weil ich habe Spaß damit. Und dementsprechend mal gucken. Ich bin gespannt, was so in den nächsten Monaten hoffentlich kommt. Wenn ich mitbekommen habe, es war ja die Tage anscheinend irgendwas bei Criterion Games, weil Leute mich auch gefragt haben, Lukas, warum warst du nicht bei Criterion Games eingeladen, wo Theo und so ja waren? Erste Antwort kann ich euch sagen, kann ich euch auch nicht sagen, also nicht, weil ich nicht erzählen darf, ich weiß es nicht. Also ich wurde dann einfach nicht eingeladen, was ich sehr schade fand. Aber das liegt wohl, so wie ich es jetzt verstanden habe, an so einem leichten Communication Error, der da stattgefunden hat, weil seit Criterion Games ja ein neues Community-Team arbeitet und die das alte Need for Speed Core-Team nicht kennen, also die alten Need for Speed Creator, die sie eingeladen haben, wo ich ja auch in der Gruppe dabei war. Und das wurde wohl intern schon mal angehauen, dass ich vielleicht auch mit dabei sein solle. Gucken, ob das beim nächsten Mal der Fall ist. Wie gesagt, diesmal war ich nicht eingeladen. Ich habe trotzdem ein bisschen was mitgekriegt, ein paar Infos habe ich über Quellen bekommen, drück so rum aus. Deswegen weiß ich ein bisschen was, aber ja, wie gesagt, war ein bisschen schade, aber wie gesagt, ist nicht, war nicht absichtlich. Ja, die haben dich einfach vergessen. Es ist leider wirklich so. Also, es ist wirklich so. Ich will zu diesem Rennen, bitte, Bro. Wow, okay, wir starten in der Luft, sicher. Ich mach das Ding gar nicht erst runterfallen. Hat das Reborn Need for Speed überhaupt irgendwas bewirkt? Ich würde schon sagen, weil, das müsst ihr jetzt mal gucken, die haben ja auf Twitter gepostet, wer alles eingeladen worden war bei diesem bei Criterion Games. Und da war bis auf Kuro und Digga. Und Theo jetzt keine großen Creator eingeladen. Also ich will jetzt hier keinen darunter reden, aber nee, auf jeden Fall waren hauptsächlich kleinere Creator oder eben Leute aus der Community eingeladen, die Designs machen, die irgendwelche Community-Gruppen leiten oder. Und deswegen, wie gesagt, war erstmal der Termin auch nicht super wichtig. Ich habe da jetzt nichts Krasses verpasst. Wie gesagt, ich weiß, was ich verpasst habe, aber das ist jetzt nichts, wo die Welt dran brennt. Dementsprechend wurden da super viele kleinere Leute aus der Community reingeholt, die halt auch bei diesem Need for Speed und anderen, unter anderem mitgemacht haben. Es war zum Beispiel auch jemand vom Unite-Team da, also vom Unite-Mod, der sich um das Handling und so kümmert. Also die haben schon Leute aus der Community eingeladen, die halt ihr Feedback da, so wie ich es verstanden habe, abgegeben haben. Das war jetzt nicht so, wie wir das früher hatten mit hier Pre-Recording, also Preview-Event oder so und vorab Einblick ins Spiel und so, sondern es war anscheinend wirklich einfach ein Feedback-Termin, einfach um mal ein bisschen was zurückbekommen. Und dementsprechend, da bin ich nicht böse, dass ich nicht eingeladen worden bin, sondern dass viele aus der Community halt reingeholt worden sind, die halt auch einfach, ja, ein relativ gutes Abbild von der allgemeinen Meinung widerspiegeln können. Und das finde ich erstmal, muss ich sagen, ein sehr, sehr positives Ding. Ja, die Unite-Modder sind sogar im Creator-Netzwerk drin. Also die Unite-Modder sind jetzt Criterion Games, finde ich nicht scheiße. Deswegen ist ja cool, dass die Leute reinholen, die da am Handling und so arbeiten und das verbessern wollen. Deswegen eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, da wurde halt super viel Community-Feedback reingeholt. Und ich denke mal, das war dafür überhaupt sich der Termin, um einfach Feedback reinzuholen, zu gucken, wie es weiterläuft. Und deswegen, ich vermute sehr stark, dass man erstmal an einem Bound weiter dran hält. Ich hatte ja diese Vermutung, was ich ja letztes Jahr mit dem letzten kleinen Update-Drop, wo sie ja diese DLCs reingebracht haben, noch
gesagt, was ich vermutet habe, dass sie jetzt mit Unbound das so ein bisschen als Experimentierballon nutzen. Sie haben ein kleines Core-Team, sie können jetzt keinen ganzen Need for Speed entwickeln, da ist die Manpower nicht da. Aber jetzt haben sie halt so ein kleines Core-Team, was halt kleine Updates bringen kann und immer mal wieder Sachen rumprobieren kann und immer wieder ein bisschen Sachen testen kann und dann Feedback von euch, der Community, reinholen kann über diese Updates. Und wenn das gut ankommt, ey, dann könnt ihr euch schon mal freuen und das ist sicherlich ein Core-Inhalt des nächsten Need for Speeds. Oder wenn es halt schlecht ist, dann wird es halt entweder abgeändert oder rausgenommen und dann ist es für den nächsten Need for Speed auf jeden Fall schon mal gestrichen. Und deswegen, ich hoffe sehr, dass sie mit Unbound weitermachen, dass jetzt erstmal, weil sie, wie gesagt, keine Manpower haben für den nächsten Need for Speed, das Ding als Testballon nutzen, das Ding so rumpuxen mit dem, wie viel sie lustig sind, einfach um am Ende komplett Feedback reinzuholen, sagen wir mal, von Leuten zu hören, ob das jetzt geil oder schlecht ist, was sie da machen. Und ich denke mal, dass dafür ist es jetzt optimal. Also bessere Basis kann man jetzt nicht haben, um so einen Testballon loszujagen. Ja, ich würde mich drüber freuen. Also wie gesagt, wenn sie dieses Jahr weitermachen mit Updates, dann hätten wir schon lange keinen so langen Support mehr bei Need for Speed gehabt. Ich meine, es sind jetzt schon über einem Jahr und wenn sie dieses Jahr weitermachen sollten, hoffen wir es einfach mal, dann wird das ja, gehen wir ins zweite Jahr rein. Das wirkt für Need for Speed der letzten Jahre, muss man einfach appreciaten und einfach positiv finden. Das kann man dann einfach echt nicht runterreden. Das ist, wie es ist. Meinst du, die bringen echt ein neues Burnout raus? Exos-Tipps haben wir frei. Das sollten wir schon dran machen. Ne? Exos-Tipps müssen wir schon an unseren Civic machen. Ob sie eins bringen? Ich hoffe sehr. Also wie gesagt, die Zeichen für ein neues Burnout stehen für meiner Meinung nach sehr gut. Also weil dieser Stellar Entertainment Post, der ist so direkt in die Fresse rein, dass ich es mir nicht anders vorstellen kann. Aber nicht von Criterion Games, sondern Stellar Entertainment macht das. Aber es wäre nicht schlecht, weil wie gesagt, die haben das Remake von Burnout Paradise gemacht, die wissen schon, was sie machen. Muss man fairerweise sagen. Wir haben Exos-Tipps frei, haben wir große frei. Geil, wir haben nur welche, die überhaupt nicht in die Blende passen. Ach, geil, das tönt mich ja richtig an. Komm, rein damit. Sieht das schön scheiße aus. Mann, was ist denn das? Was haben wir für Felgen frei? Dem S haben wir frei, guck mal an. Direkt mal eine schöne LM, weil das ist eine günstige Felge. Das kostet eine LM hier im Spiel. 400, kriegst du nicht mal eine für. Also in echt zumindest. Racing Hard, Roter, Work. Nee, Work hatte stimmt, hatte ja nichts Geiles. Roter hatte ein bisschen was Geiles. Ja, also Roter machen wir schöne 18 zu auf dem CD, komm. Wir weiß nicht, also das Ding kriegt erstmal Optikkeil, aber das wird ja unsere Weißer-Bude. Bei unseren anderen Autos können wir uns schön austoben. Hier können wir den leichten Schlaganfall erleben, den wir gerne machen wollen. Wir haben noch echt ein bisschen Geld über. Holy shit. Ich sag mal so, solange wir ihn schön tunen können, würde ich es drauf anlegen, dass wir ihn schön tunen. Ich glaube, da sind wir alle mit dabei, oder? Also solange wir es schön tunen können, würde ich erstmal noch auf den Ansatz gehen, es zu versuchen. Ist das legitim? Oder sagt ihr, nee, das muss direkt durchgeweißt werden. Aber ich könnte jetzt erstmal versuchen, den clean zu bauen. Und danach könnten wir ein bisschen over the top gehen. Aber... Weiß. Okay, ja, ich merke schon, dass das Feeling hier direkt ein ganz anderes ist. Okay, wunderbar. Abgelehnt. Das will doch niemand tun. Ein Auto zu weißen in Underground 2. Nein, in Underground 2 ist mal komplett nachvollziehbar. Erstmal schön, erst schön, der Rice ist heiß, erstmal normal. Das ist sehr 50-50, das ist schlecht, Leute. So können wir hier keine Abstimmung führen. Ihr müsst euch schon ganz klar, ihr müsst euch jetzt mal im Chat, müsst euch einig werden. Boah, Lukas, du heißt den Civic direkt oder... Ey, versuch doch erstmal normal. Weil man muss sagen, den kann man erstmal richtig schön clean bauen. Ich sag nur, wie es ist. Wir können das Ding auch erstmal schön bauen. Sag schon mal, wir kommen 41 Monate für den Resub. Rice überwiegt. Ah, Reis. Okay, ja, ist ja gut. Dann machen wir Reis. Dann gibt's den leckeren Reis. So, guck mal hier. So, jetzt haben wir eh keine Kohle mehr. Genug Reis. Müsst ihr aber klarkommen. Das war jetzt erstmal der Reis des Tages. Das war erstmal das Menü des Tages. So. Besser wird's nicht mehr. So. Und was macht man mit einem gereisten Lassig? Ihr habt richtig geraten. Auf ein Drift-Event gehen. Ach, fuck. Ich hab das Menü weggeklickt. Ah, ich hab gedacht, das wäre die... Tutorial-Cutscene. Egal. Was haben uns die Cutscene gesagt? Wir haben jemanden bestochen und sind eingebrochen. So, fertig, das ist der Bums. Und wir haben nur ein Auto in diesem Rennen, was eigentlich driften kann. Der i86. Perfekt, Digga. Mesmer ist... Ich hab eben gesubbt. Ich seh's leider nicht. Aber dann, Dankeschön für dein Resub. Oder Sub. Ich hab's leider nicht gesehen. Sorry. Es wurde mir leider... Dann hat, Stream Elements es nicht angezeigt. Oh Gott. Ich bin zumindest sehr froh, dass Unterbodenbeleuchtung wieder gekommen ist, bin ich ehrlich. Unterbodenbeleuchtung ist der geilste Shit überhaupt. Ich bin immer noch Team über Unterbodenbeleuchtung, ich sag es euch. Sehr großer Verfechter davon.
Original Civic Spoiler ist aber auch geil, ne? Civic Coupé aus der Generation ist sowieso ein schönes Auto. Viel zu teuer mittlerweile. Also wirklich, was man für ein Auto, also was man für ein Civic Coupé bezahlt, ist Wahnsinn. Ich habe heute auch wunderbar zwei, drei Nachrichten auf meine eBay-Kleinanzeige von meinem Golf bekommen. Ist viel zu teuer, man kriegt ja für 5.000, 6.000 schon welche und so Kram und ja. Welche Leute dann immer versuche zu erklären, ja, aber keine serienmäßigen roten 5er Golf mit Dreitürer. Das ist das Problem, das sind die Gefragten. Das ist wie Civic Coupé. Ja, du kriegst doch normale Civics hinterher geworfen, das Coupé ist teuer, so nämlich. Mann. Oh, wir kriegen einen ersten Sponsor-Deal, nice. Hey man, you're raising some serious hype out there. Looks like a couple of companies want to represent you. That means you qualify for the Underground Racing League I told you about. No traffic, no streets, just pure driving. All of it takes place on a controlled private course. Now, since you've set up shop with me, I'm gonna act as your agent. I'll take a cut off the top in return for letting you know what's worth looking at. Ja, wir bezahlen die Frau, damit sie uns die illegalen Straßenrennen mitteilt. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Was, haben wir jetzt schon den zweiten Sektor freigeschaltet? Als ob. Holy shit, wenn man sich portet, ist man ja so viel schneller im Game. Das ist ja übel. Als ob wir gerade schon den nächsten Sektor frei haben. War nur die Rennen unten? Das ging mir jetzt ein bisschen flott. Ah, Stufe 1 dauert nicht lange. Naja, gut, okay. Aber jetzt können wir ja Outruns machen, ne? Nicht verstanden. Beacon Hill ist jetzt frei. Warte, jetzt gucken wir gerade nochmal kurz. Da, World Event Win. Da sind sie nämlich. Ne, das sind die Sponsor. Nee, hä? UL Wins? Warum gibt's das? Hä? Ich dachte, da gibt's eine Statistik für, dass ich Leute abziehen muss. Ha. Okay, jetzt machen wir Outruns. Okay, jetzt lohnen sich Outruns auch. Okay, wunderbar. Was sich aber erstmal lohnt, ist hier oben mal ganz kurz die Shops abgrasen. Wir gehen mal ganz kurz hier hoch und grasen mal kurz wieder unsere besten Buddies die Shops ab, die wir jetzt gerade mal kurz hier alle haben. Hier oben ist irgendwo der... Oh, ich muss jetzt mal wieder kurz die Übersicht finden. Hier rechts und dann hoch ist der grüne Shop. Glaube ich. Ja, hier oben ist der grüne. So, das haben wir. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Dann haben wir hier drüben einen Shop. Da unten haben wir... Ne, da unten haben wir noch einen. Ne, da unten ist der blaue, genau. Hier unten ist der gelbe. Wo ist denn der rote nochmal? Fahren wir jetzt mal zum gelben, weil da weiß ich, wo er ist. Wo ist der rote? Ne, ist der gelbe, der Specialty Shop. Und wichtig, wenn du das Teil von den Outruns hast, kannst du nicht das nächste Stage warten, der Stage der Sterbe verschwinden. Okay, alles klar. Ja, gerade, da ist der rote. Oh, fuck. Da habe ich den roten wohl gerade übersehen. Shit, wo war der rote nochmal? Rote war doch an der großen Kurve. Ach so. Ich guck gleich mal nochmal schnell. So, hier haben wir jetzt mit den gelben. Roten siehst du, wenn du von der großen Brücke... Ah, der rote, stimmt, der rote ist direkt hier, ne? Der rote ist direkt hier. Dann warte, dann schalte ich mal kurz den blauen frei, weil der ist nämlich hier vorne. Der rote, stimmt, der rote ist direkt vorne an der Brücke. Ja, den schaltet man normalerweise als erstes frei, wenn man drauf zufährt. Außer man nutzt jetzt halt Schnellreise und übergeht dieses ganze Thema. Was mir Schnellreise macht mich kirre. Also es ist sehr positiv, aber man hat einen ganz anderen Flow in dem Game. Also wirklich, der Flow ist halt komplett im Arsch. So, dann gehen wir mal hier hin. Und dann fahren wir einmal darüber. Dann sind wir nicht schneller. Und dann schalten wir noch den roten Pfeil. Dann haben wir alle Shops zumindest mal. Und dann, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um die Outruns. Dann kümmern wir uns erstmal um die Outruns. So, hier ist nämlich rot. Wunderbar. Schalten wir den gerade frei. Und dann kümmern wir uns um die Outruns. Und versuchen erstmal das nächste erste Special Part freizuschalten. Und dann kümmern wir uns um die Rennen. Ey, die Reihenfolge, in der ich hier reingehe, ist komplett wild, Alter, wirklich. Aber das Lustige ist mit diesen Outruns, mit den Special Parts, das wusste ich als Kind einfach nicht, dass es da Special Parts gibt. Weil das Spiel weist dann nirgendwo darauf hin, dass es so ist. Oder vertue ich mich? Ich glaube, nirgendwo bist du darauf hingewiesen. Ey, jetzt sind Special Parts, mach mal, Bro. Kümmer dich mal drum. Hallo, rennen. Bock auf dem Rennen? Okay. So ein geiles Spielfeature, muss man wirklich sagen. Schade, dass es das nicht mehr gibt, ey. Dann muss ich eigentlich nur rumdrehen, dann habe ich schon gewonnen.
Ist immer ein ganz klarer Tipp. Einfach die Gegner komplett aus dem Leben schallern. Das kann extrem helfen. Ist komplett assi, aber es sind illegale Straßenrennen. Wen wollen sie rufen? Die Bullen? Boah, Junge, ja. Bei den Leistungen, die wir haben, dauert das nur ein bisschen. Eieieiei. Oh, komm, lass nach, Bruder. Nein, nicht aufholen. Oh, jetzt hat er Scheiße gebaut, glaube ich. Ja, gewonnen. Bam. Hey, you know what? Listen here, man. I can't front your skills, man. Not after that race. Ich glaube, es gibt irgendwo SMS, wo das jemand sagt, aber niemand hat die SMS gelesen. Das ist das Problem. Die SMS hat doch niemand gelesen, Alter. Jetzt seid doch mal ehrlich. Wen haben die SMS gejuckt? Wie jetzt? VTEC ist doch OP. VTEC ist natürlich OP. Die brachiale Leistung, die mich hier in den Sitz drückt, die ist insane, Leute. Müsst ihr immer mal bitte bedenken. VTEC ist einfach ultimativ. Es gibt nichts Krasses als VTEC. Immer diese Kinderspielcomputer. Die nämlich. So, dem I86 werden wir auch mal ganz kurz wieder seinen Seitenteil zu hämmern, wenn wir ihn gleich Autohand haben. Jetzt drehen wir ihn rum. Das geht bei Anagon 2 nämlich so gut. Bei Anagon 1 kann man das gar nicht machen. Bei Anagon 2 geht das wunderbar gut. Da kann man Leute richtig schön rumdrehen, mehr oder weniger. Scheiße, das hat nichts gebracht. Alles gut, Random Rush. Das werden wir in der Autohand so rausfinden. Ihr könnt mir ja jedes Mal bei der Stage sagen, wie viel ich fahren muss. Wie viel muss ich bei Stage 2 fahren? Ich könnte mir jetzt gerade einfach kurz Info droppen, das ist dann einfacher. Dann haben wir das auf dem Schirm. Vier Siege, okay, alles klar, das geht ja. Vier, okay, für eine fancy Motorhaube, ja, rein da. Da würde ich sagen, lass es mit den Kack-Spoilern sein, aber ich meine, wir spielen Anagon 2 nicht das erste Mal. Für Teil Focus Sport sind durchweg gute Reifen. Also ich bin sie nie auf sportlichen Autos gefahren. Ah, er baut Scheiße, ja, er baut Scheiße. Bau mehr Scheiße, los, go for it. Ja, Sieg Nummer 2. Hier oben haben wir den dritten Dude, den wir jetzt gleich mal kurz um ein bisschen Geld erleichtern werden. Komm mal her, Bro. Scheiß Nachrichten. Deswegen, ihr seht, Open World ist nicht so, dass ich Open World gar nicht nutzen muss. Ich muss schon hier rumfahren. Vor allem spätestens für die Dinger. Och, bitte, dreh doch noch langsamer, Mann, Alter. Da macht das auch gar keinen Spaß, wenn du da 5 Jahre brauchst. Der fährt eh komplett falsch rum. Er hat sich jetzt entschieden. Jetzt dreht er erst, okay? Cool. Oh, gewonnen, okay. Geil, einer der Autobahnfahrer fährt da oben rum. Du kleines Arschloch, Alter. Was zum Geier? Das ist nicht okay, da komme ich nicht hin. Das ist fies. Man kann nicht einfach rumfahren, wo man nicht hinkommt. Ah, da vorne ist jemand. Sind wir ehrlich, die Autobahn hat jeder so gewonnen. Es ist viel einfacher. Sonst fährst du 5 Jahre mit denen rum. Also ich meine, ich mag die auch noch, aber der Gummiband-KI ist in dem Moment wirklich leider so ein bisschen der Todesbringer, weil die Autos halt teilweise so lächerlich schnell gemacht werden, dass du einfach eine Viertelstunde an einem so einem Auto anhängst. Und sind wir ehrlich, dafür haben wir alle keine Zeit. Dafür haben wir alle keine Zeit. So, den Bro hole ich mir jetzt mal. Ah, schöner MX-5-Fahrer. Also der MX-5 ist schön, nicht der Fahrer. Vielleicht ist der Fahrer auch schön, ich will ihn nicht... runterreden. Der ist ein bisschen leichter, der Wagen. Das ist praktisch. Den kann man viel leichter rumdrehen. Ich drücke immer die falsche Taste. Das ist ein Träumchen. Ja, da werde ich aber nicht abhängen können, weil der Gummiband-Effekt nämlich jetzt gleich hier reinschallert. Die Bud Spencer hier, sage ich euch. Der gibt mir erstmal richtig schöne doppelte Schelle. Komm, VTEC, jetzt do your thing. War gerade eine wilde Pfütze anscheinend. Ist die Kamera eigentlich so derbe nah dran? Wir nehmen die Kamera, die andere ist ja viel zu nah dran. Komm, jetzt lass dich abhängen, hör doch jetzt auf mit den Faxen, Mensch. Jetzt sieht das jetzt Penny länger, ich sage euch, das macht er absichtlich. Ja, MX-5-Fahrer sind doch alle gleich, Abschaum, wirklich, Abschaum, bah. Schlimmste wäre, mit sowas verwandt zu sein. Da weiß ich auch nicht, was ich da machen würde. Das wäre komplett wild. Niklas, willkommen, 12 Monate, danke für einiger Support, dankeschön. Jetzt hau doch ab, Mann! Bauen Fehler. Ah, er hat Fehler gebaut. Ja, super. Und ich muss hier im Kreis fahren. Weil das Ding leider anscheinend Flugroute nimmt. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm. Yes! Wir haben Special erhoben. Wir haben Special Visual Ports. Wir kriegen eine unique Hood. Nice.
So, das ist hier vorne. Kann ich mich da theoretisch auch importen oder ist das Cheaten? Okay, ich wollte es gerade nur mal probieren, ob das geht. Das machen wir natürlich nicht nochmal, weil das ist Cheaten. Also, okay, wir können uns auch bei den Zeitevents porten. Das machen wir nicht. Ich wollte es kurz noch probiert haben. Wenn, dann lieber beim ersten als mittendrin, wo die langen, schnellen kommen. Aber holy shit, wenn man keinen Bock auf Zeitrennen hat, euer Mod to go. Here we go. Egal, ich wollte es nur kurz probiert haben. Es geht. Cool zu wissen. That's nice to know. Ja, nice. Okay, gut, haben wir dann auch geklärt. Speed, da ist mal kurz meine Karre hier ein bisschen drehen, ein bisschen was sehe. Wir nehmen ja die, die am schlimmsten aussehen, ne? Waren wir uns einig. Wunderbar, dann ist es die geworden. Super. Ey, ich spiele das Spiel hier, das ist neue Speed, neue Speedrun-Zeit. Beim Special Event? Ach, ein Stern-Event wahrscheinlich, ne? Wow, nice part. Nice part. danke. Okay, wir haben ein Magazin. Ich gucke mal, ob die Direktfoto machen wollen oder nicht. Ah, die wollen Direktfoto machen. Wunderbar. Check it out, bro. You just got featured on the DVD Bayview's Best. Frauen, die grundsätzlich einen Bro nennen, ist irgendwie auch immer so ein wilder Term. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kriege ich das nicht auf die Kette. Hey, I've been hearing a lot of you lately. You're getting to be a real heavy out there. Way to go. I know you can drive, but can you direct? Move your ride around the zone and shift the camera angles to get the perfect. Ich will das hier haben, weil hier, Jackpot, Bingo, Honda Civic, boom, that's it, rein da. Verdammt, ist alles weg, egal, scheiß drauf. Es ist okay, ich akzeptiere das. Ja, bitte saven. Hallo? Spiel? Ey! Warum ist der Ton weg? Hallo? Ey! Hallo? Ich restart das Spiel mal. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Hoppla. Warum ist der Ton jetzt komplett weg? Er ist noch da. Okay, ich restart das Spiel mal gerade. Das hatten wir auch noch nicht. Ich sollte vielleicht nicht so viel rumporten. Ich glaube, das ist ein Problem. Also bei den Events auf jeden Fall. So, ich starte mal spielen. Hoffe, dass wir jetzt EA Challenge, bla bla bla, irgendwas hören. Oder meine Capture Card ist abgeschmiert. Ist immer noch kein Ton. Okay, ich glaube, mein Voice-Meter ist abgeschmiert. Warte mal. Das Spiel ist noch in Ordnung, weil es nicht mal im Intro haben wir mehr Ton. Wo ist was abgeschmiert? Ist meine Cap. Ich mache mal kurz nochmal meinen Voice-Meter neu an, weil ich glaube, dass meine virtuelle Soundkarte vielleicht gerade weggeschmiert ist. Ich höre das Spiel nebenbei auch nicht mehr. Also nicht nur ihr hört es nicht mehr. Das Spiel ist wirklich komplett tot. Ha! Da ist es wieder. Meine Song. Okay, meine digitale, also meine virtuelle Soundkarte ist abgeschmiert. Gut, auch nice, hatte ich auch noch nicht. Die war einfach gerade weg. Das ist nur Zufall gewesen, das hat das Spiel nichts mit zu tun, aber jetzt gerade spontan für einen Absturz entschieden. Die Soundkarte ist dafür da, dass ihr Ton bekommt und die Capture-Karten ich schon auch aufs Headset bekomme, dass ich zwei Ausgaben habe. Hallo? Ja, danke schön. Das Ding hier, der Voice Meter. Tolles Ding auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Normal, dreiviertel der Zeit funktioniert's gut. So, gut. Return to Explorer, bla bla bla. Doors Explorer, ihr wisst, wie ich meine. Gut, haben wir das auch geklärt. So, den Stern haben wir. Jetzt können wir ein bisschen Events fahren. Wir fahren erstmal. Ach komm, so ein schönes Street Cross Event. Da hab ich auch Bock drauf. Here we go. Es ist krass, denn wir weißen den Civic ja eigentlich. Das ist ja unsere Mission. Wir wollen das Ding ja weißen, der ist shit, ne? Wenn ich aber dann auf diesen Startaufstellen, zu diesen Startaufstellen komme, sind wir derjenige, der einzige ist mit Geschmack. Das ist wirklich ein Problem. Also, ich will die anderen nicht angreifen, aber doch will ich. Ich will sie schon zügig fertig machen, was die Scheiße soll. Aber so im Verhältnis ist irgendwie, sind wir hier die Einzigen, die irgendwie so ein bisschen so irgendwie logisch nachdenken. Der Civic muss pink, das sehe ich allerdings auch so. Das Blau ist leider echt gut aussehend, aber ich weiß, es ist nicht unsere Attitüde hier. Wir gehen hier nicht nach, das sieht aber gut aus, sondern das gibt Sterne. Zierei, wir kommen 18 Uhr, danke für den Resub. Lukas, nehm den Sub und lass den Rise continuen. Continuen ist ein wunderschönes Wort. Wir sollten englische Wörter grundsätzlich in deutsche Verben ändern. Das ist einfach ein gutes Ding. In Underground waren die Autos random getuned, ja. In Underground 2 zumindest. Underground 1 hatte keine random getuneden Autos. Da waren die Autos von den
Entwicklern gebaut. Alle Autos, die du im Spiel siehst, sind per Hand gebaut worden. Anagon 2 hat aber einen Zufallsgenerator. Und alle Autos, die man hier sieht, sind zufallsgeneriert, ja. Also, außer natürlich von den Postfahrzeugen, aber sonst ist überall der Zufallsgenerator losgelegt worden. Und ja, natürlich hier und da, denke ich, eine Limitation bekommen. Zum Beispiel hier, du hast eine Stufe 1 Zeit zur Verfügung, bau daraus was und pipapo. Aber dadurch sieht das halt teilweise alles ganz schlimm schwierig aus, weil hier halt Farben miteinander zusammengekracht werden. Dadurch hast du plötzlich grün und rot aneinander, wo du denkst so, ah, Bruder, das ist aber auch eine Farbe, die ist auch ein Regenbogen nicht nebeneinander und das hat schon seine guten Gründe. Ich glaube, das haben sie auch weiter dann so geführt. Ich glaube, Most Wanted, ja, Carbon hat es nicht so gemacht, aber Most Wanted hat da auch, glaube ich, Zufallsgenerator. Aber ich glaube, bei Carbon dann nicht mehr. Ich finde, da bin ich auch kein großer Fan von. Ich meine, es ist cool, dass das Spiel das kann. Das ist cool. Aber das Problem ist fürs Spiel halt, dass die Autos teilweise einfach wirklich random komisch aussehen. Muss man einfach ganz klar sagen. Hey, dude, I just sorted through the last stack of contracts. A lot of sponsors want to sign you up for the Underground Racing League. So I picked the best of the best for you. Just let me know who you want to sign with. So, größten Boni also kriegen wir wieder bei. Ah, wir nehmen mal wieder Edelbrock, weil Edelbrock gibt nämlich ein Dragrennen und Dragrennen sind nice und schnell zu fahren. Und wir sind hier auf der Speedy, weil wir sind der Need for Speed. Ist ja nicht aus Jox hier, ne? Oh ja, URL ist frei. Hey Dude, you see those X-Icons? Well, those are the sponsors' obligations. You guessed it. You gotta race those events as part of the deal you signed with them. Get over there and impress. I'll hit you up later. Ja, URL-Rennen können wir auch noch erstmal mit dem Stock Civic fahren, oder? Aber wir können das Ding aber erstmal pink machen. Es tut mir leid, warte mal, das müssen wir erstmal machen. No, so, genau, so. Ich bin immer wieder überlegt, will ich da hin? Ja, aber da muss ich Nein drücken. Das ist ein bisschen verwirrend. So, haben wir schon andere Farben aus Halkur? Ne, wir haben noch keinen, nur Gloss haben wir. Dann nehmen wir Gloss Pink. Das sieht sogar echt erstaunlicherweise geil aus. Meine Fresse, warum sieht der Civic in jeder Farbe gut aus? Dann noch ein schönes Vinyl. Haben wir schon krasse frei? Ne, ne? Von den krassen haben wir noch nichts, ne? Dann haben wir aber sicher Flammen frei, oder? Flammen, haben wir Flammen schon frei? Flammen haben wir natürlich frei. Geht nicht ohne Flammen. Krass, man hat direkt alle frei. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ah, da müssen wir aber eine wilde Flamme nehmen. Oh ja, das sind viele, viele Flammen. Meine Fresse, das viele Flammen. Die machen wir in gelb, weil Flammen sind gelb. Dann machen wir hier rot. Gott, nee, das machen wir vielleicht nicht. Ich will nicht kompletten Augenkrebs hier allein. Wir machen das. Keine Ahnung, was machen wir damit? Machen wir von mir aus schwarz. Wir wollen es ja nicht ganz übertreiben. Und das ist, welche Farbe? Da? Dann haben wir hier noch ein bisschen rot drin. Eieieiei. So, das haben wir. Decals. Haben wir Bright und so hier auch schon drin? Ich guck mal. Oh, Bright haben wir. Wunderbar. Dann nehmen wir Bright in schwarz, bitte. Bob. Und hinten nehmen wir dann Super Street. Gibt es Super Street hier? Weiß ich gerade gar nicht. Wir gucken mal, ob es hier Super Street schon gab. Weil die das beste Spiel aller Zeiten rausgekommen. Ah, Super Street gab es hier leider noch nicht. Schade. Dann nehmen wir... Ja, nehmen wir denn? Ah, Magnaflow. Das spricht auch immer für Tuning-Expertise. So, oh Gott, das können wir auch schon alles voll tackern. Ach du Scheiße, Alter. Das ist nicht gut, dass wir das schon können, ne? Ist euch klar. Hier kommt auch Bright drauf. In Slot 2 kommt... Wir können natürlich überall Bright drauf machen, weil es ja cool ist, ne? Sind wir mal ehrlich. Ich glaube, wir machen überall Bright drauf. Ich glaube, dann habe ich auch nicht so ein Problem, die Sticker zu finden. Bright. Bright. Man könnte meinen, wir hätten den Hauptsponsor. Leider bezahlen die gar nichts, aber wir sind einfach nur sehr großer Fan vom Logo. Bright. Obwohl, es heißt ja auch nicht Bright, es heißt Brit. Es heißt Brit eigentlich, das ist ja die Sache. Es sind ja keine Bright Seeds, sondern Brit Seeds. Habe ich daraus gemerkt, dass ich irgendwie das aus Japan mir angucke und da die richtige Betonung herkommt. Es heißt eigentlich Brit. Aber ich bin ehrlich, bleib bei Bright, ist mir egal. Ich finde Brit klingt scheiße. Ich finde Brit klingt nicht gut. Erstmal gerade den Markennamen Shame so. Also, aber wir nennen uns Brit. Klingt scheiße, ändert das. Macht das nicht nochmal. So. Ja, hier können wir dann ruhig nochmal Magnaflow drauf machen. Die können auch nochmal represented werden, warte mal. Ja, das Geile ist, manche Sticker einfach noch diesen Rand haben. Da seht ihr hier diese weißen Pixel, diesen einzelnen, weil da jemand nicht richtig ausgeschnitten hat. So, Magnaflow. Und andere Seite auch nochmal natürlich Magnaflow. So, here we go, Magnaflow. Bam. Schon ein echt gutes Auto geworden, kann man nicht anders sagen. Ja, ich will das alles mal purchasen, dankeschön. Ja,
das ist doch echt gut. So, dann gehen wir jetzt gerade nochmal zu dem Laden hier und dann gehen wir zum URL-Rennen, weil wir fahren nicht zum URL-Rennen, bevor wir nicht Eindruck geschunden haben. Die Leute müssen ja auch denken, dass wir krasse Typen sind. Haben wir die Katze frei? Wir haben die Katze frei. Here we go. Die wird gelb, weil gelb ist schön. Dann kriegt die eine rote Zunge, weil ich echt keinen echten Geschmacksproblem habe. Das ist ein Lila-Dusting, das ist top. Underglow. Was haben wir denn? Blau, rot. Rot wird ja passen, ne? Dann nehmen wir grün. Grün passt überhaupt nicht. Oh, Junge. Weiß in dem Spiel ist wirklich grün. Ja, wenn wir da grün sind, dann machen wir wissen, eine Farbe durchgängig. Schöne Xenon-Scheinwerfer rein. Das haben wir noch, wir haben noch kein Nitro, schade. Hydraulik könnten wir reinklatschen. Da sind wir auch pleite, scheiß drauf. Pleite, here we go, wir sind pleite. Aber können wir noch einen Kofferraumausbau machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir können noch gucken, ob wir einen Kofferraumausbau uns noch leisten können, warte mal. Können wir uns noch leisten, scheiß drauf, Kofferraumausbau, here we go. Unten kommt schön fetter Subwoofer rein. Und oben kommt ein Monitor rein, einfach weil es cool aussieht. Fertig. Bam. Jetzt sind wir so gut wie pleite. Aber wir haben Kofferraumausbau. Das impress die Chicks, ich sag es euch. Boah, der Tacho ist unten links schon ein Ereignis. Ich drück's mir so raus. Wir haben gerade richtig viel Kohle. Ich möchte betonen, wie viel Kohle wir gerade in optische Upgrades reingesteckt haben. Unser Civic ist immer noch 100% original. Ne? Ich möchte es nur erwähnt haben. Das spricht nicht für unsere Performance.